Lena hat ein neues Video hochgeladen, wurde gerade vorgeschlagen. Antwort auf Unges Lügen. Okay, es geht aber nur 6 Minuten, also können wir reinschauen. Warum muss jetzt wieder 3 Ausrufezeichen reingeschrieben werden? Leon, chill doch einfach. Wir wollen uns jetzt nicht zu viel mit Leon beschäftigen, aber wenn es halt um uns geht, möchte ich natürlich auch wissen, was abgeht. Let's go. Jo, was geht ab, Leute? Ich habe das Video übrigens schon vorher gesehen, denn wie ihr wisst, kam das jetzt gerade während ungeklickt vor 17 Minuten raus. Wie jeder gesehen hat, ich habe es mir vorher angeguckt. Ne? Wie jedes Video. Nein, dieses Video habe ich natürlich nicht vorher gesehen. Gerade aufgestanden und hat mir einfach gesagt, ich muss dieses Video machen. Das ist sehr gut. Bin gespannt. Also er hat sich auf jeden Fall diesmal, er hat sich schnell rangemacht. Ich bin auf seine Antwort gespannt. Ich hoffe, es kommt eine ehrliche Antwort von ihm. Ich hoffe, es kommt was von ihm, wo er auch sich mal entschuldigt. Weil ich habe mich gestern entschuldigt für Hund und für, dass ich gesagt habe, Parodie auf einen Menschen. Mich persönlich würde sowas nicht verletzen, aber wenn er da so ein Drama draus macht, Parodie auf einen Menschen, das Schlimmste, was er in seinem Leben gehört hat, oder Status Mensch abgegeben. Also wenn er denkt, ich könnte jemanden entscheiden, ob jemand Mensch ist oder nicht, dann hat er aber ein ganz schön krasses Bild von mir, dass ich irgendwie Gott bin oder so. Aber wenn es ihn stört, wie gesagt, Entschuldigung für die Beleidigung. Ich hoffe, er entschuldigt sich so auch. Wir schauen rein. Ich habe meine Zähne nicht geputzt, ich habe mich nicht geduscht. Okay, Bruder, aber Zähne putzen, das kann man schon machen. An erster Stelle, Leute. Das meine ich ernst, ich will euch gegenüber transparent sein, habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich dachte, ich habe dieses fucking Gewinnspiel gemacht, ich habe so viel... Nein, oh mein Gott, okay, ich versuche ganz zu bleiben, ganz entspannt zu bleiben. Weil ich möchte Leon keinen mehr reindrücken. Ich wünsche Leon eine positive Zukunft, ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Ich wünsche ihm einfach nur alles Glück der Welt und er soll einfach nur seinen Weg gehen. Aber jetzt zu sagen, das ist das, was ich erwartet habe, zu sagen, er hat einfach vergessen, dass er das Video schon mal abgespielt hat. Leon, damit kommst du bei mir nicht durch. Das ist schon wieder ein bisschen unverschämt. Aber okay, es ist okay. Er hat es vergessen, dass er das Video schon mal hochgeladen hat und erzählt jetzt den Leuten, er hat das Gewinnspiel doch aufgelöst. Nee. Aber egal, wir gucken erstmal weiter. Großen Fehler gemacht. Ich dachte, ich habe dieses fucking Gewinnspiel gemacht. Ich habe so viel Bullshit in meiner Vergangenheit gedreht. Ich habe so viele Videos veröffentlicht. Mir ist einfach ein Fehler unterlaufen. Leute, ich sag ja auch, ich mache jeden Tag Fehler. Ich sag euch, wieso dieses Video kam. Ich habe gedacht, das Video wurde nie veröffentlicht. Warte mal kurz. Oh Mann, ich möchte nicht lachen, aber es ist gerade, es ist so, als würde es, also ich kann das gar nicht glauben, dass er es ernst meint. Das kommt mir vor, als würde er gerade ein Späßchen machen. Das meint er doch nicht ernst, oder? Er hat gestern einen Tweet geschrieben. Leute, macht nicht nochmal denselben Fehler und urteilt nicht, bevor eine Stellungnahme kommt. Ich weiß zwar nicht, warum man immer wieder eine Stellungnahme machen muss, aber okay. Ich habe dann geschrieben, hast du vergessen, dass du dieses Schulvideo schon einmal verwendet hast? Das habe ich so mit so einem Kappa-Smiley geschrieben, mit so einem Mondgesicht. Und es ist wirklich die Wahrheit. Er hat wirklich vergessen, also wenn man ihm glaubt, ich glaube natürlich alles, was Leon sagt, dass er das Video schon einmal verwendet hat. Also, was soll ich dazu sagen, Leute? Wie gesagt, ich wünsche Leon einfach alles Gute, aber das ist doch... Wenn er jetzt gesagt hätte, Leute, ich habe gedacht, meine Lügen fliegen wieder nicht auf oder so, das wäre ehrlich, aber das? Na gut, okay, weiter geht's. Habe ich gedacht, ich habe dann noch dieses Video von damals, ich habe es aber nie gemacht. Also es gibt wirklich nur 2 Möglichkeiten. Entweder er lügt oder, also er findet irgendein Video auf seinem Handy und denkt so, habe ich doch gemacht. Also er glaubt wirklich, was er sagt. Ich weiß, wie ich dazu sagen soll. Es ist mir ganz schwer, da ernsthaft drauf zu antworten, weil das... Naja, okay. Deswegen muss ich sagen, mein Respekt geht raus an Mimi. Danke, danke auch an Unge, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass ich das gar nicht gemacht habe. Nicht mal mein Kameramann ist das aufgefallen. Der Kameramann, der damals das Video geschnitten hat und heute das Video geschnitten hat. Das ist, glaube ich, das Problem bei Leon. Ich glaube, das Problem bei Leon, erstmal schön, dass du dich bedankst. Ich glaube, das Problem bei Leon ist folgendes. Er lässt zu viele andere Leute an seinen Videos arbeiten. Sagen wir mal, Leon sagt jetzt die Wahrheit. Okay, glauben wir einfach mal, es fällt schwer nach den ganzen Lügen, aber sagen wir einfach mal, Leon sagt jetzt die Wahrheit. Ich versuche ihm jetzt einfach mal zu glauben. Okay, er hat wirklich vergessen, dass er das Video schon mal hochgeladen hat. Er selber hat sein eigenes Video nicht geschnitten, sondern sein Kameramann oder irgendein Cutter oder irgendwas hat sein Video bearbeitet. Und Leon sitzt da und jemand anders reitet in die Scheiße rein. Ist halt auch scheiße, ne? Keine Ahnung, also gerade bei so wichtigen Themen, Leon, würde ich dir eher empfehlen, guck deine Videos nochmal komplett selber an und denk drüber nach, hast du die Szenen vielleicht schon mal irgendwo verwendet? Hast du damit vielleicht schon mal irgendwas versucht zu faken oder so? Also, keine Ahnung, ich finde, das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Bei ihm ist das aufgefallen, dass wir dieses Video doch schon mal veröffentlicht haben. Ich meine, ich sag doch gleichzeitig danach noch in der Geschichte, Leute, ich habe einen Fehler gemacht mit dem Lambo, gebe ich ja zu, ey, schreibt mir auf Facebook zu diesem Typen, der gewonnen hat. Ich mache das wieder gut. Wenn ich mich dafür zu entschuldigen habe, dann mache ich das. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe noch um 3 Uhr nachts mit Apo Red, ich habe ihn angerufen und meinte, Digga, fuck, mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich habe da was verwechselt, Bro. Lass uns das einfach nachholen. Hast du Bock? Machen wir das.
Er meinte, ja, wir machen das. Leute, es tut mir leid, das war mein Fehler, gebe ich zu. Ich sag's euch, und wenn jemand mich darauf hinweist, warum nicht? Noch besser. Noch besser. Deswegen machen wir es ja, Leon. Dafür sind wir da. Also er macht es, er holt es nach mit ApoRed. 3 Jahre nach dem Gewinnspiel holt er es nach. Immerhin besser spät als nie, sage ich immer. Und ich finde es gut. Ich freue mich schon auf das Video, Leon. Das würde ich mir sogar angucken, wenn du das Gewinnspiel nachholst. Da freut sich bestimmt irgendeine Klasse. Ja, ist doch, das ist eine schöne Geste. Da freue ich mich. Natürlich, viele werden mich jetzt auch weiterhin disliken oder haten. Ist okay. War mein Fehler, gebe ich zu, ist okay. Hatet mich dafür, ja? Aber lenkt trotzdem nicht ab von der Wahrheit. Da waren trotzdem Fakten in dem Video. Da war trotzdem viel, viel Wahrheit dran. Und jetzt verdreht nicht die Tatsachen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Let's go. Ich hoffe, er sagt jetzt wirklich etwas, was einen Bestand hat und nicht irgendwelche Worte, die zum Beispiel, ich hatte gestern nur darauf geantwortet, yo, Parodie auf einen Menschen, aber ich habe auch gesagt, er hat den Status Mensch abgegeben. Letztendlich juckt mich, also mich persönlich würde das bei sich jucken. Wenn er jetzt auf so einer Kleinigkeit rumreitet, okay, was soll ich dazu sagen? Ich habe mich entschuldigt. Mal gucken, was er sagt. Da waren trotzdem sehr viele Punkte, wo du weiterhin gelogen hast. Ja, dann hättest du die Punkte auch mit Beweisen belegen können, weil dann glaube ich das nächste Mal auch. Digga, ich habe einfach eine Idee, bevor ich großartig laber, du großartig laberst. Lass uns einfach live diskutieren, Digga. Alle können zugucken. Ich komme zu dir nach Madeira. Das Problem ist gerade Corona, die Flughäfen sind ein bisschen schwierig. Leon, ich bin kein nachtragender Mensch. Ich habe heute auch schon auf Twitter geschrieben, ich bin kein nachtragender Mensch und so. Ja, wir können nach der Corona-Zeit, kannst du gerne mal einen Urlaub hier machen. Wir können es auch gerne mal auf einen Kaffee trinken oder auf ein Kaltgetränk. Das wäre jetzt vielleicht deine zweite Chance und nicht deine dritte Chance. Ich weiß nicht, wie viele Chancen du schon genutzt hast. Man soll ja immer eine zweite Chance geben, aber es ist bei Leon schon mindestens die 7. Chance. Aber weißt du was, Leon? Das Angebot würde ich sogar annehmen, wenn du möchtest und nach dieser ganzen Corona-Zeit und so. Ich habe kein böses Blut mit Leon. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe wirklich, ich hege keinen Groll auf Leon, ich hege keinen Hass auf Leon. Dass Leon und Mimi eine andere Beziehung haben, das verstehe ich, weil Mimi war früher sauer auf Leon, weil er mit der Speicherkarte, die ganze Geschichte kennt ihr ja. Leon mag auch Mimi nicht so gerne wegen die ganzen Hin und Her und Mimi hat sich auch nicht korrekt verhalten bei dieser Real-Life-Diskussion da und so. Ich fand, da haben die beide, eventuell können die noch, also es wird ja noch ein Video von Mimi kommen, aber von meiner Seite kann ich dir sagen, Leon, gibt's kein böses Blut. Ich weiß nicht, ob wir Freunde oder sowas werden, das glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil ich finde, du hast viele Sachen gemacht, die ich sehr zweifelhaft finde, aber ich bin nie abgeneigt für ein offenes Gespräch. Kein Problem, komm jetzt bitte nicht mit dieser Corona-Kacke, dass du sagst, Digga, wir haben Corona, nee, geht nicht. Was soll ich denn sagen? Digga, okay, ich habe die Corona-Sache angesprochen, aber was soll ich denn sagen? Es ist ja gerade Corona, es ist einfach schwierig gerade zu reisen. Leon, es ist gerade schwierig zu reisen. Komm nicht mit Corona. Okay, es gibt gar kein Corona, Leon. Die ganze Welt ist befreit von diesem Virus. Du hast selber gesagt, ich soll mit Fakten kommen. Mhm. Und das werde ich. Bin ich gespannt. Fakten, dass du lügst und deine Zuschauer verarscht. Schwarz auf weiß, das werde ich dir dann live zeigen. Deswegen auch am besten live, weil deine Reaktion darauf wird unterhaltsam sein, weil darauf kannst du dann dich nicht vorbereiten oder irgendwelche Lügen erzählen oder sonst was. Digga, ich habe Fakten, die zeige ich dir. Du willst sie, dann lass live gehen. Vor allem, und wenn du mir irgendwas vorwerfen möchtest, kannst du auch live machen, kein Problem. Ich bin da. Ich möchte Leon gar nichts vorwerfen. Ich wollte nur die Sachen klarstellen, die er mir vorgeworfen hat. Ich persönlich bin nicht in der Position, dass ich Leon irgendwie anschießen möchte. Der hat viel Scheiße gebaut so, aber das muss ich jetzt nicht mehr vorwerfen. Das haben andere schon genug getan. Wie gesagt, Leon, kein böses Blut. Kommentar gelesen, dass einer geschrieben hat, man weiß nicht, wer wen manipuliert, macht doch einen Lügendetektor-Test. Digga, Leute, wenn Unge das möchte, können wir sogar live einen Lügendetektor-Test machen. Das Problem ist, also ich würde mich bereit erklären, das Problem bei Lügendetektoren ist, die sind nicht so, dass da einfach steht Lüge oder falsch oder wahr, sondern die schlagen aus auf einer Skala. Du musst die Ergebnisse, musst du vergleichen mit vielen wahren Aussagen und vielen gelogenen Aussagen. Das hat viele verschiedene Einflüsse, Blutdruck, Puls, Körperschweiß und so weiter und so fort. Das ist nicht so wie in einem Krimi-Movie, wo du einfach einen Livestream machst und dann steht da einfach, die Aussage ist wahr, die Aussage ist falsch. Sondern Lügendetektor ist etwas, was du sehr akribisch auswerten musst und selbst dann ist es nicht automatisch wahr oder falsch, aber können wir auch gerne machen. Wenn du Lügendetektor mitbringst, bring mit, ich schließe mich an, bring mit. Wenn er das möchte, wenn er doch nicht gelogen hat oder nicht zu verbergen hat, sagen wir mal so, und seine Community nicht verarscht. Warum sagt er so allgemein gelogen? Warum sagst du nicht einfach genau, was denn eine Lüge ist? Weil ich persönlich habe nur die Sachen klargestellt, die du über mich gesagt hast. Ich weiß nicht genau, was Leon meint mit Lügen, weil ich habe gestern alle Sachen klargestellt. Dann würde er doch diesen Lügendetektor-Test machen, oder? Also, mir ist es egal, wenn er das möchte, kann er das machen. Wenn nicht, dann nicht, auch nicht schlimm. Und eine andere Sache ist, lass Mimi da raus, Digga. Das zwischen Mimi und mir
ist eine Sache. Das gleiche habe ich eben auch gesagt. Mimi hat damit auch nichts zu tun. Du hast mir ans Bein gepisst. Ich habe einfach nur sachlich darauf geantwortet, habe die Lügen klargestellt. Und du möchtest jetzt nochmal ein Live-Gespräch? Gerne, Leon. Gute Aufrufe, gute Livestream-Zuschauer, Leon. Gerne. Digga, das war eine Sache. Alles scheiß gelaufen. Lass mich wieder raus. Die Sache ist eine Sache zwischen dir und mir. Verstehst du? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Vermisch das nicht. Lass Mimi einfach da raus. Es ist eine Sache zwischen dir und mir und zieh ihn nicht überall mit rein. Wo hab ich Mimi reingezogen? Er sagt, zieh ihn nicht überall mit rein. Mimi hat gestern ein Video gemacht, auf dein Video, was über mich ging. Natürlich ist dann Mimis Antwort auch relevant gewesen, weil du hast in deinem Video halt wieder Unwahrheiten verbreitet. Und hat Mimi einfach nur was aufgedeckt. Dass ich da Mimi mit reingezogen habe, ist Quatsch. Mimi hat einfach nur mit beigetragen, dein Video zu entlarven. Und zwar deine Lügen aufzudecken. So, und ist nicht mal böse gemeint. Du hast gelogen, du hast jetzt zugegeben, alles okay. Lasst euch nicht so schnell manipulieren. Bildet euch eure eigene Meinung, nochmal gesagt. Leon sagt, lasst euch nicht so schnell manipulieren. Aber es ist ganz schön schwierig, nicht von mir manipuliert zu werden, weil ich kann euch so schnell manipulieren, das merkt ihr gar nicht. Die Sache ist, ich bin einfach Meister im Manipulieren und das ist eine Fähigkeit, die habe ich mir lange Zeit aufgebaut. Das ist wichtig für Social Media. Guckt euch mal YouTube und so an. Wer da nicht manipuliert, der hat verkackt. Leute, Leon sagt das so einfach. Lasst euch nicht manipulieren. Schafft man nicht so einfach. Meine Manipulation ist zu stark. Bevor jetzt wieder der nächste ein Video macht und der, wartet immer. Schreibt nicht direkt in die Kommentare und hatet, weil ihr wisst doch noch lange nicht, was Sache ist. Ich meine, jetzt geht's erst los. Jetzt kommt doch die ganzen Punkte auf euch zu und die ganze Wahrheit. Ob von mir, ob von denen oder sonst wen. Digga, jetzt geht's einfach öffentlich. So, ihr habt damit angefangen, also du hast damit angefangen, Lügen wieder zu verbreiten und wieder... Ich hab damit angefangen, also meiner Meinung nach war dein Video zuerst online, aber okay. Wenn du jetzt darauf beziehst, dass ich mir die Paybacks von Mimi angeguckt habe, dann ist diese Aussage gerade gegen alle Leute gerichtet, die eine Reaction gemacht haben. Also kann er auch sagen, was weiß ich, Stay hat angefangen, Mont hat angefangen, Justin hat angefangen, alle. Ich weiß nicht genau, wer alles hier die Paybacks angeguckt hat. Ich weiß auch nicht, ob die drei, die ich gerade erwähnt habe, auch die Paybacks angeguckt haben. Aber wenn er jetzt sagt, ich habe damit angefangen, dann muss er sagen, alle haben damit angefangen zu lügen. Ist ja komplett Quatsch, Leon. Du hast das Video angefangen. Warum ist jedes Wort gelogen? Mann, ich versuche doch einfach nur höflich zu bleiben, Leon. Bitte mach's mir doch nicht so schwer. Du hast damit angefangen, Lügen wieder zu verbreiten und wieder versucht, die Leute zu manipulieren. Jetzt werden wir sehen. Ich hab's nicht versucht, ich hab's geschafft, die Leute zu manipulieren. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Weil ein Manipulator, der versucht's nicht, der macht's einfach. Wie gesagt, an meine Community auch, an die Leute, die das jetzt falsch verstanden haben mit diesem Gewinnspiel. Ich, verdammter Idiot, gib es zu, Mann, das war mein Fehler. Hab zu viele Videos gedreht, dass ich das gar nicht in meinen... Ich hab zu viele Videos gedreht, dass ich gar nicht wusste, ist das jetzt eine Wahrheit, ist das eine Lüge? Ich kann meine eigenen Lügen nicht mehr... Ich habe mich in meinem Netz von Lügen verheddert. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, Leute. Jetzt nicht auf Leon bezogen, sondern auf euer Leben. Wenn ihr zu viel euch in Lügen verstrickt, dann werdet ihr manchmal euch in eurem eigenen Netz verheddern. Das muss nicht mal was Böses sein. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, sagen wir, ihr habt ein paar Freunde und manche Freunde, mit denen macht ihr das, manche Freunde macht ihr das und mit manchen Leuten hängt ihr lieber ab und dann sagt ihr manchen Leuten nicht klar, hey, ich hab keine Zeit, ich mach lieber was mit dem, sondern ihr lügt die Leute ständig an oder Beziehungen oder so, ihr lügt die Leute ständig an und am Ende... sehen die euch dann mit der anderen Person und dann sagen die, hey, du hast doch gar keine Zeit gehabt, du hast doch gesagt, du hast keine Zeit gehabt. Und dann habt ihr euch in euren eigenen Lügen verheddert. Und das passiert ganz schnell. Deswegen versucht, so wenig wie möglich zu lügen. Es gibt immer Notlügen, wenn man zum Beispiel jemand was zu Weihnachten schenken will oder zu Geburtstag, dass ihr da sagt, nee, ich hab nichts oder so, okay. Aber versucht wirklich, das passiert in der heutigen Zeit sehr schnell, dass man lügt. Versucht nicht zu lügen, weil ihr werdet euch nur in euren eigenen Lügen verheddern. Das ist genau das, was Leon passiert ist. Er hat so viel gelogen, dass er nicht mehr unterscheiden konnte. Was hat er jetzt wirklich gesagt? Was war die Wahrheit? Was war die, weil du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen Erinnerungen und Lügengeschichten und dann verstrickst du dich selber so krass da rein und Leon hat seine eigene Lüge geglaubt. Ja, also, versucht einfach ehrlich zu bleiben. Wenn ihr ehrlich seid, enttäuscht ihr vielleicht die Menschen für einen kurzen Moment, wenn ihr sagt, hey, ich möchte jetzt mit dir nichts machen, ihr enttäuscht die Menschen für einen kurzen Moment. Aber die Leute zu belügen, um selber einfacher aus der Situation rauszukommen, das macht euch auf Dauer nur selber kaputt. Wenn ihr merkt, ihr habt euch in sowas schon reingestrickt, macht es nicht. Ja? Wenn ich scheiße brauche in Zukunft, Digga, dann stehe ich vor der Kamera und erzähle euch das. Ich werd mich da nicht verstecken oder ich würde euch auch nicht anlügen. Ich werde euch nicht anlügen und sagen, nein, das stimmt nicht und so. Unge ist jetzt um 20 Uhr live. Mal schauen, ob er darauf reagiert. Mal schauen, ob Unge darauf reagiert und Unge sagt, ja, ich habe eine Woche für das Video gebraucht. Digga, ich habe eine Woche gewartet, bis vielleicht irgendwas Positives von dir kommt. Hä? Leon, wenn du meine Streams die letzte Woche nicht gesehen hast, ich habe mich schon im Vorfeld entschuldigt. Ich habe mich schon im Vorfeld entschuldigt für meine Beleidigung und ich habe gesagt, ich mische mich da nicht ein in den Streit zwischen dir und Mimi, weil ich nicht unparteiisch bin und weil ich wahrscheinlich eher zugunsten von Mimi urteilen würde. Deswegen habe ich gesagt, mische mich nicht ein. Und er sagt jetzt, es kam nichts Positives. Dann hat er meine Livestreams auch nicht geguckt. Weil die Zuschauer, die meine Livestreams jeden Tag geguckt haben, wissen, dass ich vorher schon gesagt habe, ich möchte Leon kein Unrecht tun. Ich habe mir deine Reactions angeguckt. Kam nichts, du hast nichts gesagt. Seltsam, dann leben wir in einer verschiedenen Welt. Hast du wieder so getan, als ob nichts wäre.
Aber naja. Was soll ich denn so tun, als ob was wäre? Du hast ja vorher kein Video über mich gemacht. Du hast ja vorher Videos über Mimi gemacht. Und ich habe so getan, als wäre nichts. Richtig. Weil ich weder zu dir noch zu Mimi irgendwie da in dem Punkt Partei ergreifen wollte, weil ich nicht persönlich dabei war bei der ganzen Situation. Also sei doch einfach mal froh, dass man sich nicht bei jedem Scheiß einmischt. Also einerseits kritisiert er, dass man sich einmischt und reagiert. Auf der anderen Seite sagt er, misch dich nicht bei jedem Scheiß ein. Auf der einen Seite sagt er, misch dich nicht ein, auf der anderen Seite sagt er, misch dich ein. Es ist schwierig, manchmal ist es schwierig, da die richtigen Mittelweg zu finden. 20 Uhr ist ungelive, ihr könnt es vielleicht abchecken, vielleicht reagiert er schon drauf. Ich bin gespannt, Digga. Mal schauen, wie es weitergeht. Schöne Grüße aus Made, ich meine Hamburg. Er wollte gerade schon wieder lügen, dass er auf Madeira ist, aber nein, ich bin auf Madeira. Nein, Grüße nach Hamburg, Küsse, Bruder. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass du ein Video gemacht hast so schnell, aber der Titel ist schon wieder so, warum musst du den Titel so machen? Wegen Clickbait, damit Leute denken, du machst jetzt wieder so eine krasse Ansage, weil es war ja keine krasse Ansage im Video, sondern es war ja einfach nur ein Angebot zum Live-Gespräch. Glaubst du, wenn du das Video nennen würdest, Angebot zum Live-Gespräch, dann würden die Leute nicht draufklicken? Glaubst du, deswegen musst du so einen Titel nehmen? Ist okay, aber ich muss sagen, solche Titel nerven mich eher. Normalerweise würde ich auf sowas eher nicht reagieren, aber weil wir gestern so ein schönes, spannendes Reaction mit dir hatten, habe ich mich jetzt dann doch entschieden. Die Sache mit Mimi und so, viel Glück. Da kommt auch ein Video und ich weiß nicht genau, was da drin vorkommt. Spaß, ich weiß natürlich alles schon vorher, weil man kennt ihn. Ich habe das Video auch schon gesehen, bevor es fertig ist.